Hallo Menschen, wir haben heute sehr viel vor, denn ich würde total gerne 2,5 Regalbretter bis zum Ende von Harry Potter quasi schaffen, denn dann hätte ich nur noch 2,5 weitere und dann hätten wir endlich mal diese Romane hier geschafft und ich könnte mich noch den Sachbüchern zuwenden, aber ja, mal schauen. Deswegen möchte ich heute eigentlich ein bisschen schneller durch die ganzen Spaß hier durchrücken. Übrigens habe ich vor kurzem hier erst gesaugt und es ist schon wieder ansatzweise dreckig, aber egal. Wir haben ja erst nochmal Cars von David Mitchell, mein zweites Buch von ihm, was ich las. Und auch hier, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es sind, aber sage ich mal so fünf, sechs verschiedene Protagonisten, die im Endeffekt alle zusammenkommen. Das scheint ja so ein bisschen ein wiederkehrendes Thema bei ihm zu sein. Habe ich schon ganz gut in Erinnerung, aber der Wolkenatlas gefiel mir besser. Die Züchtigung von Anna Mitgutsch ist eine sehr eindrückliche Geschichte über sowohl physische, aber auch einfach emotionale Gewalt innerhalb einer Familie, die dann auch immer weitergegeben wird. Also auch eine Mutter, die misshandelt wurde und die das wiederum an ihre Tochter weitergibt. Also wirklich, wirklich hart. Das ist eines der deprimierendsten Bücher, die ich jemals gelesen habe, weil man irgendwie so gefühlt überhaupt keinen Hoffnungsschimmer findet. Aber trotzdem, wie gesagt, sehr eindrücklich. Dann haben wir hier meine kleine Mörs-Sammlung. Das Labyrinth der träumenden Bücher habe ich schon aussortiert. Die Stadt der träumenden Bücher mag ich immer noch am meisten von ihm. Die habe ich auch schon mal erwähnt in einem Video, das heißt irgendwie hier diese Zeit, dieser Ort, dieses Buch, weil ich das eine ganz kleine besondere Geschichte damit verbinde. Den Schrecksenmeister fand ich okay, Prinzessin Insomnia fand ich voller toller Ideen, aber nicht perfekt. Ich glaube, da gibt es sogar entweder eine Einzelrezension oder eine relativ ausführliche Besprechung in einem Lesemonat. Belassen wir es erstmal dabei. Konzert ohne Dichter von Klaus Modig gefiel mir sehr, sehr gut und ich habe leider immer noch nicht weitergemacht mit dem Autor, obwohl mich da einiges andere noch anspricht. Und hier geht es so ein bisschen um diesen Worps-Weder-Künstlerkreis, also rund um Paula Modersohn-Becker, den Typ, der heißt irgendwie Vogeler, ne, und halt Rilke, denn die beiden waren eigentlich befreundet, aber auf einem berühmten Gemälde ist Rilke nicht zu sehen, obwohl er bei dem Anlass, was da abgebildet ist, der da abgebildet ist, zugegen war. Und da geht es so ein bisschen um die Freundschaft der beiden und auch ja, Überlegungen, Kunst um der Kunst willen oder Kunst auch einfach, um am Leben zu bleiben. Und dann muss man sich eventuell so ein bisschen anpassen oder jemandem anbiedern. Also solche Sachen stehen dahinter und das war sprachlich sehr, sehr gut. Vor allem vermag er es unglaublich gut, Gemälde in Worten wiederzubringen und das wiederzugeben. Und das ist ja auch nicht so einfach. Dann haben wir hier das Attentat von Harry Mullisch. Das habe ich gelesen im Zuge eines Projekts, was ich sogar organisiert habe, sowas wie es jetzt irgendwie gemeinsam lesen oder so, wo man auch ein bisschen aus seiner Komfortzone mal rausgehen sollte. Und das war eine Empfehlung eben meiner Lesepartnerin. Und ich muss zugeben, ich habe es zwar gern gelesen, aber jetzt so ein paar Jahre später ist es mir gar nicht mehr so aktiv in Erinnerung. Es spielt, glaube ich, in der Nachkriegszeit oder beginnt noch in der Zeit, in der Holland quasi unter deutscher Okkupation stand, aber es ist gar nicht so aktiv die Erinnerung mehr da. Kandidat fürs Aussortieren? Bin mir nicht ganz sicher. Dann hätte ich tatsächlich gedacht, ich hätte mehr von Toni Morrison gelesen, aber anscheinend sind es doch nur die zwei. Das erste, was ich las, war Menschenkind, Beloved, was ich schon mochte, aber es gibt da so einen ganz, also so einen Aspekt, den man in Richtung magischer Realismus interpretieren kann. Den fand ich nicht ganz so gut. Sehr blaue Augen, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Wieder so eine eher sehr eindrückliche, traurige Geschichte rund um Rassismus und vielleicht auch einfach so verinnerlichten Hass. Und ja, wie gesagt, von Toni Morrison stehen aber noch ganz viele auf meiner Wunschliste. Auch das Neuere, Gott hilft dem Kind, gefällt mir ganz gut. Und ist übrigens Zufall, dass ich diese beiden Bücher auf Deutsch da habe. Eigentlich würde ich es ganz gerne auf Englisch lesen, aber die habe ich beide irgendwie, ich glaube, als Mängelexemplar gefunden und das auch in so einem, also antiquarisch erstanden. Und dann kaufe ich es mir halt auch manchmal auf Deutsch, aber an sich, glaube ich, würden die auf Englisch besser funktionieren. Der Nachtzirkus, das las ich so ein bisschen, nachdem ganz viele davon geschwärmt haben und ich war überrascht davon, wie sehr ich es mochte. Ich glaube aber, wenn ich es nochmal lesen würde, käme ich vermutlich zu dem Urteil, ich habe es euch gar nicht gezeigt, ne? Ja. Zu dem Urteil, dass es wohl eher so ein bisschen Style over Substance ist. Aber es war eine ganz unterhaltsame Lektüre mit ja, einem Magiesystem, was zwar nicht wirklich ausgearbeitet ist, wie es funktioniert, aber was auf jeden Fall so eine ganz tolle, zauberhafte Atmosphäre hervorrief. Dann haben wir jetzt hier noch die Murakamis, die verschiedene Ausräumaktionen überlebt haben. Also ich las ein ganzes Stück mehr von ihm. Das sind die, die ich damals halt mochte und ich glaube, ich würde sie inzwischen auch nicht mehr wirklich mögen. Also gerade Kafka am Strand, da habe ich jetzt noch ein paar aktuellere Rezensionen mal da, also gehört. Ich glaube, Murakami und ich, wir haben uns einfach entliebt. Ich hatte es ja dann nochmal mit dem hier, wie heißt es, die Ermordung des Kommentatore versucht, aber da habe ich auch nur den ersten Teil gelesen und war eigentlich, hatte schon Lust auf mehr, aber dann hat es mir auch doch schon wieder gereicht und ich habe den zweiten Teil nie gelesen und wie gesagt, die kleinen Ausgaben hier aus dem BTB Verlag mag ich sehr, aber ich denke, das ist auch so ein Autor, der mich irgendwann mal verlassen wird. Dann haben wir hier Accabadora.
da ging es entweder, also es von einem jungen Mädchen, was von so einer älteren Dame, ich weiß nicht, ob es wirklich ihre Oma ist oder ob die die adoptiert hat. Und die Oma verschwindet manchmal nachts und am nächsten Morgen ist immer jemand tot. Aber jetzt nicht irgendwie, dass die hier losrennt und irgendjemanden einfach so umlegt, sondern es geht in Richtung Sterbehilfe, aber das darf keiner so wirklich wissen, aber irgendwie wissen es eigentlich doch alle. Ich habe es ganz gut in Erinnerung, ist aber Jahre her und ich habe keine genaueren Dinge, die ich euch jetzt sagen kann. So, dann wechsle ich mal die Seite. Hier haben wir übrigens noch zwei Deko-Eulen. Das finde ich eigentlich ganz süß, wie die da so ineinander sitzen. Und das hier ist tatsächlich ein Henkersknoten, den mir der Zeichner der Bücher, wie heißen die? Grauenvolles Dresden, Dresden, Grauen, irgendwas mit, also irgendwelche Gruselgeschichten aus Dresden. Da war ich mal auf der Schriftgut, einer kleinen Buchmesse in Dresden. Und der hat mir diesen wunderbaren Henkersknoten vermacht. Genau, ich räume es mal kurz zur Seite. Hier haben wir Lolita von Wladimir Nabokov. Immer noch das einzige Buch von ihm, was ich las, was ich sprachlich großartig fand. Und ich glaube, inhaltlich kennen es die meisten natürlich ein ja, schwieriges Thema, aber sprachlich so gut verarbeitet, dass ich da auch den unsympathischen Erzähler wirklich wertschätzen konnte. Das hier habe ich mal von Caro bekommen, The Rest of Us Just Live Here. Und ich war positiv davon überrascht, wie sehr ich es mochte. Denn es ist auch so ein, ich meine, es ist ein Jugendbuch, was prinzipiell ganz viele Topoi von Jugendbüchern aufs Korn nimmt, aber dann vielleicht auch doch nicht so sehr ohne diese Topoi auskommt, wie es behauptet. Also es geht darum, dass quasi in so einer typischen Jugend-Fantasy-Geschichte nicht dem Protagonisten gefolgt wird, also nicht zum Beispiel Harry Potter, sondern dass es quasi so den Rest ins Augenschein nimmt, aber im Endeffekt sind die vielleicht doch auch nicht ganz so normal, wie man am Anfang denkt. Das hier war ein Geschenk von Sophie, der endlose Sommer. Das war eine sehr traumhafte, besondere Sprache, wo so wirklich ein Satz in den nächsten übergeht. Man hat fast so ein bisschen das Gefühl, dass es wie so ein, ja, wie so ein fieberischer Sommer eben an einem vorüberzieht. Und es hat halt LGBTQ+-Elemente. Dann haben wir hier meine Amelie Nothomb-Sammlung. Ich mochte nicht alles von ihr, aber doch immer mal wieder einiges. Also zum Beispiel, habe ich das schon aussortiert? Böses Mädchen fand ich nämlich doof. Und das sehe ich jetzt vor Schreck auch gar nicht mehr. Kann sein, dass ihr aussortiert habt, das passt dann eigentlich auch. Also ich mochte Die Reinheit des Mörders sehr. Quecksilber, auch Biografie des Hungers. Blaubart fand ich so lala, weil es nicht viel Neues zu diesem Thema bringt. Und jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob ich euch das richtig erzählt habe. Die Reinheit des Mörders oder Kosmetik des Bösen? Metaphysik der Röhren mochte ich auch, das ist eher so autobiografisch inspiriert. Und Reality Show hat auf jeden Fall eine interessante Prämisse, aber es hat mich literarisch nicht zu 100% überzeugt. Daneben haben wir noch die zwei Bücher von Yoko Ogawa. Ogawa? Nee, Ogawa, glaube ich. Die mochte ich beide, aber jetzt keins von beiden ist jetzt irgendwie so der neue Liebling geworden. Die haben immer auch so eine sehr ruhige Atmosphäre, vielleicht ein bisschen verträumt, ohne dass das jetzt irgendwie direkt zum Beispiel fantastisch oder so werden würde. Es ist nicht so, dass da die Elfen übers Blatt huschen, aber es fühlt sich alles so ein bisschen, ja, das Cover sieht, das sieht doch auch schon so ein bisschen aus, so leicht und ruhig, wie in einer warmen Sommerbrise, könnte man sagen. Hier oben haben wir drei Bücher von Nnedi Okorafor. Eins habe ich aussortiert, nämlich Lagune, das gefiel mir leider überhaupt nicht. Die drei, also die zwei gehören zusammen, die mochte ich alle mehr oder weniger. Also es gibt immer ein bisschen Kritik bei mir, was zum Beispiel auch mit der Sprache zu tun hat, denn sie hat manchmal so Comic-Ausdrücke mit dabei. Ach, ich sehe gerade hier, das obere seht ihr ja gar nicht. Das sind die drei schön mit super guten Covern, die möchte ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Der finde, da hat der Crosscult Verlag sich selbst übertroffen. Die sind toll, die sind einfach nur toll. Jedenfalls gibt es dazu Enkelrezensionen oder Doppelrezension, auf jeden Fall Rezension auf meinem Kanal. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Dann haben wir hier Fegefeuer von Sophie Oxane. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob Sophie mir das geschenkt hat oder ob ich mich nur mit Sophie drüber ausgetauscht habe. Auf jeden Fall mochte ich das. Auch das hier eher ein schweres, ernstes Thema. Und Sophie Oxane hat auch so ein bisschen besonderen Schreibstil. Und den möchte ich eigentlich auch mal noch mehr lesen. Dann, seht ihr gar nicht mehr so richtig. Haben wir hier nur noch zwei, nämlich einmal Das Gedächtnis der Steine. Las ich auch vor ziemlich langer Zeit. Und da geht es um einen japanischen Soldaten, Ende des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise sogar danach. Ich glaube, es war die Zeit, wo offiziell schon sogar die Kapitulation, wie sagt man, verlautbart wurde, aber einige Soldatentruppen da noch so durch den Wald rennen und das auch nicht akzeptieren wollen. Mochte ich damals, deswegen ist es auch noch nicht aussortiert, aber wie gesagt, schon eine Weile her, keine Details mehr. Und hier bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob es da auch eine Einzelrezension gibt. Ich glaube schon, der Ort, an dem die Reise endet. Das Ganze spielt in Kenia und wir folgen einer jungen Frau, die zurückkommt, weil ihr Bruder erschossen wurde und dann erfahren wir halt, ja, sowohl von den
natürlich schweren Momenten in der Gegenwart, aber auch einiges so aus der Vergangenheit des Landes und den Unruhen und dem Bürgerkrieg und hat mir nochmal viel Neues beigebracht, weil ich mich da tatsächlich nicht besonders gut auskannte. Und jetzt nächstes Regalbrett. So, hier seht ihr auch, wo ich drumherum gesaugt habe. Wir haben hier außerdem eine kleine Wackelwinkelkatze und einen Persak-Panda. Wir beginnen mit einem Buch, was ich vielleicht tatsächlich aussortieren könnte. Ach nee, jetzt habe ich gedacht, das ist ein anderes. Ach doch. Ich glaube, es gibt da eine Dreierrezension, drei kurze Bücher von japanischen Autoren. Und damals war ehrlich gesagt meine Kritik so ein bisschen, dass ich alle zu kurz fand. Ich meine, ich weiß, es steht drauf Novelle, aber es hat sich für mich nicht so richtig entfaltet alles. Und ich dachte, ah, okay, gut, jetzt will ich aber noch mehr. Und das hat mir von allen nicht so ganz gereicht. Es war aber ein Geburtstagsgeschenk, deswegen habe ich es wahrscheinlich aufgehoben. Aber so richtig überzeugt war ich, glaube ich, nicht. Ich lege es mal kurz auf einen Vielleicht-Stapel hier links von mir. Dann haben wir 1984 und Farm der Tiere von George Orwell. Die behalte ich auch, die mochte ich beide. Also eine klassische Dystopie und hier etwas, was man wahrscheinlich als Parabel auffassen könnte. Ja, kennen wahrscheinlich die meisten, sind ja schon moderne Klassiker. Wir haben hier Wovon wir träumten von Julie Otsuka. Fand ich ganz, ganz toll, hat so ein bisschen einen besonderen Schreibstil, nämlich eine Wir-Perspektive, die nicht immer funktioniert, aber mir hier sehr gut gefiel. Und das ist dann ihr, also eigentlich ihr Debüt, Als der Kaiser angekommen war, was auf Deutsch aber erst später erschien, was ich auch mochte. Dazu gibt es auch eine Einzelrezension, aber ich finde, dass sie hier, da versucht sie auch schon so ein bisschen besondere Sprachelemente und ich finde halt, dass das hier besser funktioniert, dass sie da vielleicht auch schon ein bisschen eine versiertere Autorin war und das hier war quasi so ein bisschen wie ein erster Versuch, auch schon gut, aber das andere hat mir besser gefallen. Dann haben wir hier Lucifer von Conny Palmen. Das war in der Zeit, in der eigentlich ein neues Buch von ihr rauskam. Ich habe gerade den Titel vergessen, aber über Sylvia Plath und Ted Hughes. Und da habe ich, glaube ich, das hier zufälligerweise als Mängelexemplar gefunden, genau. Hat mir gezeigt, dass ich den Sprachstil der Autorin schon mag. Aber es ist auch kein Liebling geworden. Und ich weiß nur noch, dass es hier auch eine ein bisschen eine ungesunde Beziehung und Freundschaft geht. Also zwei Leute, die zusammen sind. Aber es ist eigentlich nur so eine Scheinehe. Und die sich dann quasi auch so in unglückliche Momente immer wieder bewegen. Aber viel mehr ist da leider nicht hängen geblieben. Dann haben wir hier eine Kurzgeschichtensammlung, The Yellow Wallpaper und andere Kurzgeschichten eben von Charlotte Perkins Gilman. Die ist halt leider, was man dann im Nachwort erfährt, ja, politisch auch nicht so ganz korrekt. Aber ich muss zugeben, dass ich die Geschichten sehr, sehr mochte. Und das gefiel mir vor allem, dass halt zu der Zeit damals schon ganz viele ihrer Geschichten positiv ausgehen, weil es halt manchmal so Handlungen enthält. Da denkt man als moderner Leser, oh nee, es muss doch jetzt garantiert so ausgehen. Und die Frau kann doch jetzt gar nicht mehr glücklich werden. Aber dann passiert halt doch irgendwie was. Oder sie findet halt einfach einen Mann, der sie unterstützt und ihr viel Freiheiten lässt und sie machen lässt. Und dann war das eigentlich ganz angenehm, dass es halt auch früher schon, dass Frauen quasi nicht immer nur am Herd stehen mussten. Dann haben wir einen Neuzugang, Meine Zeit ist die Nacht und schon etwas Älteres. Es war immer eine Frau, die ihren Mann nicht sonderlich liebte. Beide von Lyudmila Petruschewskaja. Und die sind beide sehr, sehr kurios. Also das hier ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe. Ihr seht schon russische Schauergeschichten, die hatten auch alle so ein bisschen einen märchenhaften Ton und die waren echt kurios. Und das Neue war auch, da wusste ich gar nicht so richtig, wie ich rezensieren soll, weil ich das Gefühl habe, dass ich da einfach einiges auch nicht verstanden habe. Wir haben daneben die Glasglocke von Sylvia Plath, habe ich so als junge Frau, 18, 19, 20 irgendwann gelesen. Und da war es schon so ziemlich perfekt für mich. Es hat einfach sehr gut gepasst. Ich glaube, inzwischen würde ich es gar nicht mehr so, so gut finden, aber ich habe es noch positiv in Erinnerung. Das habe ich im Laufe des Studiums, glaube ich, gelesen. Ne? Die neuen Leiden des jungen W, so also als Adaption der Leiden des jungen Werther. Ehrlich gesagt, könnte ich eigentlich auch aussortieren. Ich habe das jetzt nicht als irgendwie so die beste Lektüre meines Lebens im Kopf. Schon so ganz gut, dass man es halt als Germanistikstudentin mal gelesen hat, aber will ich das nochmal angehen? Ich glaube nicht. Dann haben wir noch eine Kurzgeschichtensammlung von Poe, die die verschiedenen Aussortieraktionen überlebt hat. Das hier, das ist auch so ein Ding, das habe ich mir halt mal gebraucht gekauft, weil ich halt die Inseltaschenbücher ganz schön finde. Aber es ist halt so eine Geschichte. Naja, gehe ich nochmal in mich. Und dann haben wir halt hier die Tales and Poems. Und ich muss zugeben, dass sie erstens sehr staubig sind und dass ich die nie komplett gelesen habe. Ich habe es jetzt aber trotzdem mit hier einsortiert. Poe ist jetzt auch vielleicht nicht so derjenige, den ich unbedingt nochmal insgesamt durchgehen müsste. Das war halt eher so meine
Also noch so in der Gothic-Horror-Phase. Naja, hier haben wir eine Reihe, wie heißt das eigentlich? Heißt die The Long Earth, die Reihe? Von Terry Pratchett und Stephen Baxter zusammengeschrieben. Und ich finde, dass es das eine ganz gute Mischung ist. Denn Terry Pratchett allein ist mir zu ulkig. Ich weiß, dass in der Scheibenwelt auch ganz viel, ich sag mal, gesellschaftskritischer Humor drin steckt. Aber mir ist es oft zu klamaukig. Das ist nicht so mein Ding. Aber in der Verbindung mit so einem gewissen wissenschaftlichen Aspekt durch Stephen Baxter, war das eigentlich etwas, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie den vorletzten Band eigentlich den besseren Abschluss zum letzten gefunden hätte. Aber ich glaube, es war halt von Anfang an als eine fünfteilige Reihe geplant. Und falls ihr euch wundert, warum ihr das letzte Büchlein größer ist als die anderen, ich hatte es eigentlich in derselben Ausgabe und dann hat aber eine Freundin von mir, einem wiederum anderen Freund, diesen letzten Teil zum Geburtstag schenken wollen und hat es aber zu spät bestellt oder so. Und weil ich ja meine Bücher grundsätzlich eigentlich so lese, dass sie danach so aussehen wie vorher, habe ich ihr meine Ausgabe gegeben und mir halt dann die neue gekauft. Und das tut mir, wenn ich das jetzt so sehe, immer noch ein bisschen im Herzen weh, aber ich finde, ich habe da eine große Tat getan. Okay, nochmal, um euch kurz die Cover zu zeigen, die sind eigentlich auch alle, ja, ganz, ganz hübsch. Danach haben wir hier Phantome von Robert Prosser. Das war einmal für den Deutschen Buchpreis nominiert und ich mochte es auch. Ist jetzt kein allergrößtes Lieblingsbuch geworden, aber ich fand es ganz cool, wie da, wie sagt man, die Graffiti-Kultur, nennt man das so, verbunden wird mit, jetzt stehe ich da wieder Depp, mit einem europäischen Bürgerkrieg. War es der Kosovo-Krieg? Balkankrieg. Ist das der Kosovo-Krieg? Oh Gott. Der Balkankrieg. Nehmen wir den einfach. Danach haben wir hier His Dark Materials, die Reihe. Der Goldene Kompass, das Magische Messer und das Bernsteinteleskop. Ich glaube, die Ausgaben gibt es nicht mehr. Da gibt es ja auch schon irgendwie 10.000 verschiedene Cover. Ja, fand ich ganz gut. Ich mochte vor allem so ein bisschen die religionskritischen oder die zumindest wie sagt man, organisationskritischen Wort und das eingepackt halt in einer Jugend-Fantasy-Reihe und deswegen steht es auch hier noch bei mir herum, obwohl ich es jetzt schon eine Weile nicht nochmal gelesen habe. Und dann verschiebe ich euch mal wieder. Wir haben hier noch so ein kleines Extra-Büchlein zur His Dark Materials-Reihe, nämlich Lyra's Oxford. Das war ganz nett, ja, gehört halt so dazu, wenn man will. Und dann haben wir hier noch Der Dirigent von Sarah Wigley. Hier geht es um die Belagerung Leningrads und Schostakowitsch. Ich glaube, im Nachhinein würde ich mir halt nochmal überlegen, ob ich unbedingt von einer entweder britischen oder amerikanischen Autorin unbedingt etwas zur Belagerung Leningrads lesen muss. Entschuldigung, neuseeländisch, aber trotzdem, also ich meine, es hält sich natürlich schon an die historischen Fakten, aber ich glaube, also es fällt halt schon eher auf die Seite der leichten Unterhaltung, was zwar ein schweres Thema behandelt, aber jetzt nicht großartig Weltlektüre ist. War okay, wenn ich, also zumindest habe ich es ganz gut in Erinnerung. Dann haben wir hier Anthem von Ayn Rand. Das kann man meiner Meinung nach auch zu den klassischen Dystopien zählen, denn es ist eine Welt, in der quasi jeder Individualismus, wie sagt man, getilgt wird. Und das Ganze wurde 37 geschrieben und gilt quasi so ein bisschen als Vorhersage noch der NS-Zeit. War ganz gut, ist ja auch relativ kurz, ist natürlich wie die meisten Dystopien eher für die Aussage zu empfehlen als jetzt für irgendwie eine Handlung oder die Charaktertiefe. Dann haben wir ein sehr, sehr altes Buch, also ich meine jetzt nicht aus dem 18. Jahrhundert, aber das habe ich mir noch weit, weit, weit vor Bookclub-Zeiten gekauft. Und im Zweifel für dich selbst ist so ein bisschen eine Selbstfindungsgeschichte. Ich glaube, eine hat, glaube ich, ihren Freund oder überhaupt einen guten Freund verloren, wenn ich das, genau, also einen Freund verloren und dann geht es so ein bisschen darum, ja, wie man danach wieder zurechtkommen und Trauerbewältigung und die beiden machen, glaube ich, auch einen Roadtrip. Ist ein Buch, was ich mir, weiß ich gar nicht, ob ich es mir heute nochmal kaufen würde, was aber damals schon ganz, ganz wichtig in meiner Entwicklung war. Daneben haben wir quasi die einzige erotische Geschichte in meinem Regal, die Geschichte der O, habe ich mir auch mal so mit 18 gekauft und ist, keine Ahnung, das bessere 50 Shades of Grey, könnte man vielleicht so sagen. Danach haben wir Im Westen nichts Neues, Buch von Erich Maria Remarque, einer meiner Lieblingsromane, vor allem einer der besten Antikriegsromane, die ich kenne und gibt es auch eine Einzelrezension bei mir, fand ich ganz, ganz großartig. Mir ist eine Doppelrezension zusammen mit einem anderen Buch und ich habe noch nichts weiter von ihm gelesen bisher und das muss ich unbedingt noch nachholen. Dann haben wir hier so zwei Kleinigkeiten von Rilke. Das ist einfach so eine Zitatesammlung. Die habe ich, glaube ich, auch geschenkt bekommen und das ist eine sehr zerfledderte Inselbücherei-Ausgabe mit Briefe an einen jungen Dichter, die ich schon auch mochte und die ich auch, glaube ich, ja, behalten werde, aber ja, war nicht lebensverändernd, aber schon gut. Dann las ich dieses Jahr Das Spinnennetz von Josef Roth.
hatte damals gesagt, das ist das erste Buch von ihm, was ich las. Und dann habe ich gesehen, hä, ich habe ja Hiob hier stehen. Und ich habe hier nur gelesene Bücher, aber ich glaube, das steht hier falsch. Denn auch hier seht ihr wieder, meine Schwester hat hier die Daten drauf gekraxelt. Und ich glaube, das habe ich einfach aus Versehen mit hier eingeräumt. Das ist mir noch nie aufgefallen, denn ich habe keine aktive Erinnerung daran, Hiob gelesen zu haben. Das war bestimmt irgendwie im Studium auch mal mit erwähnt, aber ich denke, also auch wenn ich nämlich durchblättere, sind das alles Anmerkungen meiner Schwester. Das ist nicht meine Schrift. Und ich denke, das war bei ihr Schullektüre und bei mir, ich habe es halt dann mitgenommen, weil ich mir dachte, dass ich es bestimmt brauche im Germanistikstudium, aber ich habe es nicht gelesen. Deswegen muss das eigentlich hier raus. Ja, das machen wir jetzt auch mal. Es kommt auf den Sub. Ja, und ich glaube, das können wir jetzt tatsächlich relativ schnell abhaken. Wir haben hier erstmal eine Eule. Und dann die zwei bisher erschienenen Teile der Kingkiller Chronicles. Soll eine Trilogie werden. Und ich glaube, der erste Teil kam inzwischen vor über 10 Jahren raus. Und wir warten schon seit Jahren auf den dritten Teil. Und das hier ist nämlich nur so eine kleine Zusatzgeschichte. Da habe ich tatsächlich den Schutzumschlag weggehauen, weil ich den relativ hässlich fand. Und das aber ganz hübsch. Ist eine Fantasy-Reihe, die ich sehr mag. Zumal sie auch hatte durchaus eine schöne Sprache, hat auch die fantastischen Elemente, zum Beispiel auch noch ein bisschen mit Liebe zur Musik verbunden, was mir gut gefiel. Aber also wenn der dritte Teil nicht bald kommt, habe ich wirklich langsam keine Lust mehr. Zumal der Autor irgendwie ganz am Anfang mal gesagt hätte, er hat prinzipiell die komplette Geschichte schon aufgeschrieben, nur halt noch nicht in gut. Und da denke ich mir, das muss doch machbar sein in 10 Jahren. Aber naja, gut. Im Frühling sterben von Ralf Rothmann, das habe ich zusammen mit Sophie gelesen. Ich glaube, das war damals so im Zuge dieser Debatte, die dann irgendwie wieder irgendeiner dieser Zeitungsmenschen hervorgerufen hat, wie stumpfsinnig Booktyp doch sei und so. Und dass doch bitte mal ein paar zum Beispiel dieses tolle Buch lesen sollen. Und dann würde er sich auch eines dieser Fantasy-Bücher antun oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall schon wieder relativ viel Gequatsche. Und ich meine, ich mochte das Buch. Spielt halt auch 45 und zwei junge Leute, die da nochmal eben in den Krieg eingezogen werden in Deutschland. Und so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit quasi auch dahinter. Und ob man es quasi durchschaut, was das jetzt alles soll. Aber ist es ein neuer Liebling geworden? Nee, ich glaube noch nicht, aber es ist gut genug, dass es hier bestehen konnte. Und ich glaube, es gibt auch eine Rezension, wenn nicht von mir, dann zumindest von Sophie. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei meiner Harry Potter-Sammlung. Vor kurzem habe ich schon mal erwähnt, dass ich mit J.K. Rowling so als Mensch inzwischen nicht mehr besonders viel anfangen kann. Aber diese Bücher habe ich halt wirklich in meiner Jugend wieder und wieder und wieder gelesen. Irgendwann hier habe ich dann halt angefangen, auf Englisch zu lesen. Und ich frage mich jetzt gerade im Nachhinein, warum ich den letzten Teil auf Deutsch dann wiederum habe. Kam das gleichzeitig raus, Deutsch und Englisch? Weil sonst kann ich mir eigentlich gerade nicht. Ah, nee! Ich habe, also vielleicht kam es gleichzeitig raus, das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ich habe die Ausgabe meines besten Freundes damals auf Englisch gelesen und mir dann die deutsche gekauft, warum auch immer, was ist ja eh alles durcheinander. Und vielleicht kann ich noch den Fun Fact erzählen, dass mir meine Tante an irgendeinem Weihnachten den vierten Teil tatsächlich geschenkt hat, wahrscheinlich auch in der Buchhandlung gewesen und gefragt, was lesen die Kinder denn jetzt heutzutage? Und dann wurde der vierte Teil genannt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich habe damit angefangen und fand es großartig, habe aber gedacht so, hä? Mir fehlt ja die halbe Geschichte und habe dann erst erfahren, ah, guck mal, es gibt ja noch mehr. Und ich glaube, selbst da habe ich noch irgendwie, also irgendwas in der falschen Reihenfolge habe ich, glaube ich, schon gelesen. Das heißt, ich kam also nicht mit dem ersten Buch zum Hype dazu, sondern ein bisschen später wahrscheinlich. Und wenn ich das jetzt hier gerade sehe, das kann ich ja auch mal aussortieren. Also nicht, dass das grottig war, ganz im Gegenteil. Ich habe da auch sogar eine Einzelrezension dazu gemacht und war eigentlich total froh, mal wieder in die Welt eintauchen zu können. Aber da mir hier komplett der Nostalgiefaktor fehlt, also mir fällt mir jetzt gerade kein Moment meines Lebens ein, wo ich vermute, dass ich das mal unbedingt wieder lesen möchte. Und ja, ich würde sagen, das kann mich eigentlich auch verlassen. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. Und dann haben wir das nächste Mal nicht mehr so viel vor uns, nur noch das da unten. Yay! Und ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Und ich befürchte, wir waren dann gar nicht so schnell durch wie gedacht, aber anscheinend mögt ihr die Videos. Zumindest fragen mich Leute immer, wenn ich längere Zeit keinen nächsten Teil hochgeladen habe, wann denn bitte mal der nächste Teil der Bücherregaltour kommt. Also ja, ich hoffe, es hat gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.